Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Tag 19, der Schutzraum am Morgen bei Chernobylite. Ja, in der letzten Folge ist mir das Spiel einmal abgekackt, nachdem wir in Igors toller VR-Inception unterwegs waren und ich total überfordert war. Es sah geil aus, war gut gemacht und auch, ja, jetzt weiß ich auch, was ich da erreichen muss. Ich muss da drin, das Ding steht übrigens hier. Ich muss in diesem tollen VR-Inception-Teil, so, was so aussieht wie so ein bisschen Mikroskop, ist gar nicht schlecht, kann ich schlechte Erinnerungen von Gefährten zurücksetzen. Muss Chernobylite reinladen und dann kann ich das spielen. Was natürlich blöd ist, du verlierst dadurch einen Tag, weil Igor wahrscheinlich die ganze Nacht da dattelt. Wer kennt das nicht? Wer macht das nicht manchmal? Wenn ein Spiel einen interessiert, dann hängt man mal ein bisschen länger dran, ne? Ja, und ich habe mich da gefragt, warum? Ich habe doch den Boss getötet, warum kann ich das noch nicht machen? Ja, Ende vom Lied ist, du musst 3 Bosse töten. Das heißt, von Stufe 5 auf Stufe 10 und auf Stufe 15. Und ich bin bei Stufe 5 beim ersten Mal schon gescheitert. Und weil ich so alt bin, glaube ich, ist das, ich glaube, ich geschlafen. Ich lege mich einfach schlafen, ist vielleicht besser. Und wir überschlafen dieses Spiel. Nein, ja, ich habe es halt echt verkackt nach der Stufe 5 schon bei dem ersten. Das war so ein großer Springer. Ja, und man ist halt nicht so geschützt wie jetzt hier im Spiel an sich. Und ja, den habe ich dann ist das Spiel abgestürzt, nachdem ich da versagt habe, kläglich versagt habe. Und ich habe es dann direkt nochmal nachgeladen und habe den dann besiegt. Und dann ging es weiter und wurde immer schwerer und dann hatte ich echt keinen Bock mehr. Und dann bin ich gestorben und dann bin ich auch hier erwacht. Und ich bin ja beim ersten Boss auch schon mal gestorben. Vielleicht hätte ich da eigentlich hier in das Spiel wieder zurückkehren müssen. Und dann hat das Spiel sich aufgehangen und ich konnte es deswegen nochmal laden. Was auch immer. Es hat, also mein Ding ist das nicht. Also, nee, nö. Nee, nein, nö, nö, nee, nö. Ich glaube, wir können auch eine neue Mission machen, weil wir haben ja geschlafen. Und nein. Warum? Let's talk. It's about my mother. Rather about what she found. I didn't tell you this before, because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence. She saw something. Even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several sample shells, and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab, and she ended up seeing something she wasn't supposed to. Okay, deren Mutter hat irgendwas gesehen, was sie nicht hätte sehen sollen. Ein Foto. Frag nach dem Labor, frag nach dem Foto, frag nach weiteren Beweisen. Es könnte eine wichtige Spur oder sogar ein Beweis für NRA-Verbrechen sein. Ja, die Verbrechen machen sie ja schon, das haben wir ja gesehen in der Folge vor der letzten Folge. Die forschen ja an den Schatten rum, ne? In Behältnissen eingesperrt und. Also das, so einfach ist das nicht hier mit der NRA. Vielleicht weiß sie ja noch mehr. Frag nach weiteren Beweisen, ich weiß nicht, hör weiter zu. Ich frag mal nach dem Foto. Do you still have the photo? No, my mom always kept it on her. Und frag mal nach dem Labor. She was inside their lab. You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobylite on human subjects, all volunteers, of course. Genau. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Sie haben das an alles natürlich Freiwillige. Ei. Frag mal halt noch nach weiteren Beweisen. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samoshell's best interest at heart. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now I have to find out why and make this right. I get it. Really? She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Na toll, jetzt habe ich die Mission, dass ich schon wieder dahin muss, wo ich eben schon war. Also, schon wieder zum Leninplatz, Mann.
Aber ich wollte eigentlich gerade noch was sagen. Und zwar habe ich eine Errungenschaft freigeschaltet, dass ich die Verschwörung komplettiert habe. Das muss doch hier irgendwo stehen. Den schwarzen Stalker, da haben wir was gekriegt. Unzureichende Daten für die Ariadne. Da wäre die Simulation bereit, da fehlt mir immer noch ein Teil, ne? Die Verschwörung. Aber die Verschwörung hätte ich doch. Ja, die habe ich komplettiert, aber mir fehlt doch da noch. Hier ist doch noch was. Da kriege ich das nur, den Hinweis. Wieso habe ich. Muss ich da noch irgendwas anderes? Muss ich mir das anschauen? Das war auf jeden Fall jetzt am Leninplatz hier. Haben wir die zwei Fotos gefunden, die hatten wir vorher nicht. Ja, das sind halt auch immer dieselben. Verdammter Mist. Hat das vielleicht was damit zu tun, da oben, mit dem Überfall? Igor, a moment, please. I heard you talking to our She-Wolf here. You don't want to go to Lenin Square. I don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? I think I've proved myself quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite, an impressive feat. But what if they find a way to disable it? Was ist, wenn sie es außer Kraft setzen können? Die Macht des Chernobylites, was ich habe, das ist natürlich, ich weiß seine Besorgnis zu schätzen, aber ich kann jetzt nicht zögern. Er hat recht. Es ist wirklich gefährlich. Hat er eine bessere Idee? Ich frage mal, was Olli für eine Idee hat, weil Olli ist eigentlich der Beste hier, den haben wir von Anfang an dabei. Olli ist eh ein Guter. Noch der andere. Und ja, da wollen wir hoffen, dass der Olli einen guten Tipp hat für uns. Da hinten der Reaktor, wenn ihr den anguckt hier, der hat auch schon wieder extreme Schwulste. Wahrscheinlich knallt das hier nochmal bald. You're probably right. What do you propose? I'll do it. With a broken arm? Besides, we have no idea what we'll find. It's very likely we'll need my scientific expertise to assess the situation. I'm not a complete imbecile, you know. I can tell the difference between a centrifuge and a... I don't know. Kitchen robot? Of course you can, Olivier. Don't take this the wrong way. But I still think I should be the one to go. Ja, was ist jetzt? Let's do this. Ja. Der Olli, den auf diese Mission zu schicken, das ist, glaube ich, nicht so gut. My Team, ja. Überfall durchführen. Das habe ich immer noch nicht kapiert, was ich hier machen kann. Ich habe Angst, wenn ich da drauf drücke, dass hier sofort irgendein Mist passiert, ne? Weil das sind ja die Missionen. Ja. Sind wir überhaupt ausgerüstet für den Kampf? Ja, wir haben die Armbrust, wir sind fertig, wir haben... Das habe ich das letzte Mal noch gemacht alles. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 und ja genau, wir haben mehr Schuss, mehr Schaden in der Schrotflinte und. Also, Healthpack 3. Das ist das Wichtigste eigentlich. Dreimal Schnaps und dreimal Antistrahlenmedizin, alles gut. Dann sind wir gut unterwegs soweit. Gucken wir uns die Mission halt mal an, was er da vorschlägt. Das Zentrum von Brübjad, Wahrheit über NAA, das ist ja das. Und Kopachi Waffentransport, ja, das ist ja auch noch. Die Ausrüstung von NAA ist sehr gut gesichert. Ihre Kisten sind, das wollte Olli haben. Und Zeuge, Saschko hat eine brillante Idee. Er will ein paar Hohlladungen konstruieren, die mir bei der Rückkehr zum Kernkraftwerk nützlich sein könnten. Aber dafür braucht er C4 aus seinem Lager in der Nähe des Duga-Radars. Ja, die ist ja schon am längsten weg. Das müsste eigentlich ich machen. Verdammter Mist. Die Frage ist, wenn ich jetzt Zentrum von Brübjad, wenn ich da jetzt erstmal den Olli da hinschicke. Der Olli kann das zu 99%. Ich mach das. Aber der kann das doch eigentlich nicht übernehmen. Sagen sie doch immer. Ja, vielleicht bringt er mir trotzdem was mit. Die Monster hat's. Da wäre eigentlich auch der Olli dafür gewesen, ne? Ein Tag verbleibend. Essensabwurf. Das kann der Saschko machen und der Mikael. Was haben wir hier? Da ist wieder eine Monster hat's. Das können sie beide. Das können sie alle nicht, ne? Mikael, du gehst auf Essensabwurf. Ja, das Problem, Waffentransport.
Monster hat, sind sie alle schlecht. Da kriegen sie alle vor den Sack. Dann holt ihr einfach nochmal Futter her. Ja, und das lasse ich in Sasko machen. Ja, und dann muss ich eigentlich fast alle da lassen, ne? Macht ja keinen Sinn. Das Auge von Moskau, könnte ich da... 77%, ich weiß nicht, ob das gut geht. Und was ist denn, wer ist denn bei der Monster Hearts der Schlechteste? Oh, der ist, ja gut, der Sasko ist eh schon verplant. Ne, der ist, ja, der ist schon verplant. 44 die Olga und 44 der Tachakan bei der Monsterjagd. Das müsste hier genau das gleiche sein. 33 und 33, also das Ding wird wohl noch ein bisschen härter sein. Da kann die Olga 53 beim Waffentransport. Was, 53? Hab ich jetzt 73, oder? Was hab ich denn für Scheiße erzählt? 73 kann sie. Und hier oben kann sie 71. Ja, jetzt würde ich halt sagen, Olga, du gehst mal. Ich hoffe, du kommst nicht verletzt wieder. Dann kann ich es auch nicht ändern, dann ist es so. Ja, und den alten Sack, den Tarakan, bleibt halt in der Basis. So, was machen wir denn jetzt? Eigentlich bleibt jetzt nur noch Zeug für echte Männer, dass wir für den Sasko das erstmal machen, weil das ist auch am längsten her. Das ist wieder beim Duga-Radar, da waren wir schon. Keine Ahnung, was da auf uns alles zukommt. Ah, oder? Die Monsterjagd, Wohnbezirk von Pripyat, da waren wir schon. Zentrum von Pripyat, verdammt. Olga bat mich, NRR-Labore im Leninplatz zu überprüfen. Das ist für sie persönlich sehr wichtig. Wir machen das, aber nicht jetzt gleich. Ich mache jetzt erstmal das von Sasko, weil das ist schon ewig her. Ja, dann auf geht's. Das Auge von Moskau, Zeug für echte Männer. Ich bin gespannt. Wir starten hinein. Ich glaube, das wird auch immer schwerer jetzt hier. Gut, ich meine, irgendwann muss das Spiel ja auch mal ein Ende haben. Charges? I always knew that you had something explosive hidden inside of you, Professor Kimyunu. Just be very careful, love. Once you help someone, you can easily become responsible for them. Wenn ich jemand helfe, kann ich schnell für den verantwortlich werden. Ja klar, ich meine, ich klaue ihm wahrscheinlich was, was... Wir werden sehen. Tag 19, das Auge von Moskau, Nachmittag. Okay, wir können auf jeden Fall schon Sachen finden. Wir haben 1,9 Millisievert davon. Oh je, nee, die rennen ja schon hier rum. Die NAA ist ja schon direkt da. Da vorne. Schlawinseln sie durch die Gegend. Ich finde es gut, dass man das jetzt wenigstens sieht. Dass man so eine Wärmesignatur hat. Alles super. Damit werde ich ihn nicht bekämpfen können. Ich will erstmal gucken, ob meine Waffen alle nachgeladen sind. Und wir müssen natürlich auch schauen, was sind das jetzt wieder für Gegner hier. Okay, Sasko. I'm in position. You should find the place, no problem. It's in a one-way story building on the perimeter of the Muskawai. I think I know where it is. Das ist ein einstöckiges Gebäude in der Nähe vom beim Auge von Moskau. Das muss ja hier sein. Da haben wir noch ein Fragezeichen. Und das sind die Dinger, die ich aufgebaut habe. Raumzeitverteiler und Wurmlochblockade, dass die Gegner hier nicht so schnell kommen. Alter, ist mega viel Zeug. Aber wahrscheinlich auch mega nervige NRA. Ich kann mich ja bald auch mit dem Zeug übrigens totschmeißen. Ne? Also ich habe echt gut Ressourcen mittlerweile zu Hause. Und weiß gar nicht mehr, was ich noch bauen soll. Das sind schon wieder 20 Millisievert. Hast du wieder keinen Dunst, wo du hin sollst?
Wo rennen die denn schon wieder rum hier, die NRA-Spezies? Waren doch hier. Ich sehe schon, komm, ich renne denen gleich in die Arme hier wieder. Hier standen doch die Männer rum, die sich dann immer wieder aufgelöst haben. Also ein Ressourcen... Oh, ja, ich... Das könnten sie... Warum die das so gemacht haben, dass du dann da am Schleichen bist? Genau in dem Moment kommt dann vielleicht irgend so ein NRA-Affe und sieht dich, weil ich nicht schnell wegsprinten kann. Aber hier sind doch welche rumgelaufen vorhin. Wo sind die denn hin? Was mir an dem Spiel auch nicht gefallen hat, natürlich musstest du dich da im Prinzip leveln, wie wenn du draußen hier am Kämpfen bist. War da was rot? Dass die Gegner nichts haben fallen lassen, also das fand ich schon ein bisschen dämlich. Also Munition oder sowas, das war ja voll Kacke. So voll Hau drauf spielen wie hier, teilweise war da gar nicht möglich. Da komme ich wieder nicht ran. Okay, da kommst du gar nicht mehr hoch. So, hier unten haben wir eine Wärmesignatur. Da wird es dann wohl losgehen. Oh, hier ist aber aufgestrahlt wie Sau, hey. Da hinten läuft auch einer rum. Oh, Leute, das ist alles für Kack für Strahl, Junge. 19. Drei. Also hier musste ich jetzt im Sprung durch. Und da möchte ich eigentlich gar nicht durchlaufen. Durch die Suppe hier. Nein, was machst du denn? Bist du irre? Ist jetzt automatisch aufgegangen, die Tür, weil ich rangelaufen bin? Man kann sich ja auch noch besser verraten direkt, ne? Das sind ganz schön viele Signaturen von der NRA. Hm. Ich bin der Schleichmeister, ihr könnt mich gar nicht sehen. Der ist, glaube ich, wieder außerhalb da hinten. 6 Pfeile habe ich dabei. Und ja, genau. Übrigens, die Pfeile bekommt man ja wieder hier. Es kommt wahrscheinlich auch immer drauf an, wie man sie trifft. Das ist alles draußen, ja. Ja, die mit ihrem Bart, sie lassen sich einen dicken Bart wachsen, weil die Mädels in Moskau auf große Bärte stehen. Ja, kann man machen. Mal schön hier ein bisschen drinnen bleiben, im Gestrüpp. Die sind alle in dem Haus drin, das Gefühl. Ja, ist gut was los, Mann. Und das ist noch gar nicht in der Nähe, wo wir hin sollen. Hier ist, da müssen wir hin. Um diesen Kack zu holen. Ich kann da gar nicht reingehen, ja? Also nicht von der Seite aus. Oder lässt sich die Tür hier öffnen? Nein. Ich hätte gesagt, erstmal draußen hier ein bisschen stunk machen.
Und den Stunk so, dass es nicht unbedingt auffällt. Das ist kein, das ist ein Springer. Ja, den hole ich mir. Frage ist nur, wenn ich mir den jetzt hier organisiere, wecke ich damit die NRA auf. Schön, wie der Pfeil funktioniert bei den Viechern. Das finde ich super. Gut, dass ich das gemacht habe. Also Schrotflinte brauche ich da nicht nehmen. Das funktioniert auf jeden Fall. Schön aufgelöst hat er sich. Der ekelhafte Springer. Aber hier mehr scheint es nicht zu sein. Hier draußen war noch irgendwas, was ich gerne holen würde. Es kann natürlich auch sein, dass da Springer sind hier in dem Haus drin, ne? Dass das gar keine NRA-Soldaten sind. Das sieht auch verdammt danach aus, weil die sich gar nicht bewegen. Ich glaube, das sind Springer. Wo bist du denn? Wenn du einen rauchen willst. Hä? Schlagen die hier irgendwie jemanden? Da komme ich nicht rein. Ich höre hier irgendwas, als wenn jemand gequält wird. Auf den Kopfhörern halt, ne? Du bist ein Soldat. Und der Signatur. Ich komme da ja auch gar nicht so... Ah, hier ist der Eingang, alles klar. Sag mal. Ah, der schreitet hier langsam lang, alles klar. Der kann mich eigentlich nicht sehen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier einer ist vielleicht. Okay. Da geht es nicht weiter, wir müssen hier weiter. Man wird halt echt auch so wirklich geteasert, ne? Also ich zumindest. Boah. Nimm das jetzt! Diese unsichtbaren Wände, was soll denn das? Warum kommt man nicht da durch? Mann, Kollisionsabfrage. Leute, ich hau euch vom Kopf. Oh. Da willst du in Deckung rennen und dann hängst du dann zwischen. Guckt euch das doch mal an. Da denkt man doch, man kann durch. Lalala, nein! Und die unsichtbare Wand, da ist sie wieder. Nein, ich muss da um, drum rum. Und jetzt, ja, nein, es geht einfach nicht. So ein Blödsinn. Kann ich den lautlos? Außer Gefecht setzen oder ist jetzt, sind die irgendwie gepanzert, die Herren der Schöpfung hier? Oh fuck, das sind Elite-Soldaten. Die kriege ich ja gar nicht. Mit dem Pfeil und Bogen, also mit der Armbrust, das geht nicht. Und der andere, der läuft da hinten rum. Na dann, gehen wir mal hier drinne. Das ist tolle. Wir beginnen. Wir holen uns. Alter, macht. Geht mir bloß nicht auf den Sack, ihr Scheißpuppen. Ihr wisst, wie ich euch leiden kann. Hier kam schon wieder so ein Scheißgeräusch irgendwie, als wenn was geklappert hätte. Also
Also im oberen Bereich hier muss irgendwo so ein Springer hocken. Und das hier draußen scheinen die Soldaten zu sein. Das ABC in Russland, würde ich sagen. Ist aber dark hier jetzt. Warum wird das so dunkel? Dunkel wie in Bern. Es ist echt heftig dunkel hier gerade. Ich höre hier auch widerliche Geräusche. Also so. Da drüben, was ist das denn? Wir müssen hier hoch. Eine Etage höher, bitte. Auch da hinten hoch. Ein Rumgeschleiche ist da schon wieder, ich weiß. Mit mir hier. Okay, da gab es nicht, aber die Tür. Ah, die Tür können wir öffnen. Auf jeden Fall ein bisschen heller hier, sehen wir was. Das hat uns aber jetzt nicht wirklich was gebracht. Was? Es hat gerade gefiepst, als wenn mich jemand sieht. Ah, der NA späht sie da draußen bestimmt durchs Fenster. Aber an sich war das sinnfrei. So, und jetzt schaut mal dahin. Da haben wir unseren Kollegen, den ersten Arsch. Wir werden nochmal scannen. Oh, habe ich das echt gesagt? Ja, den ersten Bösewicht. Nein, verdammt! Wieso? Warum hat das nicht gereicht? Du Scheißteil! Verdammter Mist! Den ersten Schuss versaut. Ich hab zu früh geschossen, das ist das Problem. Du musst genau warten, wann die aus dem scheiß Ei kommen. Klebst du jetzt hier da an dem bei Schattengemälden? Was für ein Scheiß. Ich kriege ja wenigstens einen Pfeil wieder. Ich habe jetzt wieder ein volles Magazin mit 5 Pfeilen. Also, was heißt Magazin? So, mein Freund, der nächste, da hinten sitzt er. Da stelle ich mich jetzt nicht so blöd an. Geht eigentlich die Tür hier wieder automatisch zu? Hinter uns? War doch hier so. Oh. Mal lieber scannen schnell. Nicht, dass hier noch irgendwo einer ums Eck hängt. Der sich schon bewegt. So, mein Kopf, Freund, genau in den Kopf, Junge. Genau da rein, wie du es verdient hast, du Mistvieh. Und her mit meinem Pfeil wieder und verschwinde, du Glitzerkacke. Okay, hier kommen wir höher. Aber wir sind nicht im richtigen Gebäude, also.
Tür ist wieder von selbst zugefallen. Da scheint aber ein Pfeil zu stecken. Kann ich den mir wiederholen? Kann ich mir meinen Pfeil wiederholen, den ich da verkackt habe? Bitte. Das geht, wenn du vorbeigeschossen hast, kannst du den Pfeil wiederholen. Das ist super, das freut mich jetzt. Da bin ich schon wieder begeistert über so eine Kleinigkeit. Über so eine Kleinigkeit in dem Spiel. Ist auch witzig, ne? Hier saßen schon mal Puppen, die im Fernsehen geguckt haben. Dann ging die Tür da hinten, konnte mal reingehen. Dann ging nicht mehr, dann war hier eine Tür hinter irgendwas. Also es ist schon echt verwirrend, dieses Spiel. Wir waren ja hier schon. Ah, nee, hier oben war das mit diesen Kackpuppen, wo die geguckt haben. Und dann musste ich da hinten in diese Tür. Die wird nicht mehr aufgehen jetzt, oder? Oh, doch. Ja. Und hier kommt man auch rein, glaube ich. Ja, der Fernseher. Der dann komischerweise dann draußen stand und alle Puppen rundherum und hatten hier voll diese Puppensession am Start. Hier quietscht irgendwas. Ja, okay, das bringt mir nichts. Hier geht's nur runter. Müssen wir doch hier lang. Ich vermute, dass wir hier wahrscheinlich auch wieder auf so einen Kackspringer treffen. Ne, der ist da unten. Ne, das ist ein Soldat. Das Spiel wird gespeichert. Oh, da drüben ist Gas. Da kommen wir nur mit der Maske rein. Ist das was Neues? Ah, nee, das ist der Splitter-Report. Ich meine, das habe ich schon mal gelesen. Überwachungsoption, Codename Dorothy, Genosse Major Stepanov. Mein Team und ich haben, wie befohlen, das Überwachungsausrüstung an alle wichtigen Orten installiert. Doch, das kennen wir schon. Das habe ich sehr früh am Anfang schon gelesen. Westlichen imperialistischen Überwachungstechnik hinterher. Ja, das kenne ich schon. Das haben wir schon, den Hinweis kennen wir. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass die bleiben. Das irritiert schon. Man denkt immer, man findet was Neues. Gerade jetzt, wo ich dieses eine Ding noch suche. Ist jetzt Gas hier oder nicht? Ich denke schon. Wahrscheinlich laufe ich umsonst rum. Ich glaube, das ist wirklich sinnfrei gerade. Ich sehe zwar hier überall grünen Kram rumliegen. Hier scheinen wir wieder Luft zu kriegen. Wieder alles gut. Da war ich doch. Okay. Ich glaube, das war die Mission Igor, komm mit. Wo ich damals hier drin war. Und der hier voll Psycho geschoben hat und mich da angegangen ist noch. Oder ich zumindest immer dachte, dass er das war, der mich da angegangen ist. Oh, was ist denn hier, Phase? Das war damals aber nicht so. Dass das hier so unter Gas stand.
siehst du ja fast gar nichts mehr, hey. Leco mio. So, wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt in die Richtung schon unterwegs? Ja, sind wir. Sind gar nicht mehr so schlecht. Wir müssen ja hier hin. Zeug für echte Männer. Wir setzen uns das mal als nächstes Ziel und werden beim nächsten Speicherpunkt aber die Folge beenden, sonst wird es zu lang. Wir sind jetzt über eine halbe Stunde. Ihr wisst, wie es ist. Ich bin froh, dass ihr überhaupt schaut und dann möchte ich euch nicht belasten mit meinem Gelaber über eine halbe Stunde lang, wenn es geht, wenn ich es vermeiden kann. Also, beim nächsten Speicherpunkt werden wir speichern. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht um die NRA rumschlawenzelt, weil dann ist das immer ein bisschen kritisch. Spiel wird gespeichert. Okay, da ging es ja schneller, als ich gedacht habe. In dem Sinne, meine Lieben, wir sehen uns hier dann in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder vielleicht ein Abo auch noch dazu, dass er dran bleibt. Bei Tschernobylite im Angesicht des Duga-Radars im Nebel. Man sieht's kaum. Habt einen schönen Abend. Ich bin raus. Tschö, mit Ö.